Guten Tag, meine Anhänger des gepflegten Classic Adventures und willkommen zu einer neuen Folge von Little Big Adventure 2. Gut, das letzte Mal sind wir hier in der neuen Stadt von den Außerirdischen angekommen. Die scheinen erstmal nicht feindselig zu sein, aber jetzt müssen wir erstmal 100 Slitos, hießen die, glaube ich. Moment, das haben wir gleich. Können Sie mich auf das Eiland CX bringen? Genau, da müssen wir definitiv hin. Da sind nämlich die Rebellen. Mal sehen, vielleicht. Ich könnte Ihnen vielleicht schon was dazu sagen, aber das wird nicht billig. So um die 100 Slitos, aber nur weil Sie es sind. Ja, nur weil wir es sind, genau. Eigentlich würde es 200 kosten, aber... Das interessiert mich nicht. Momentan haben wir nicht genug. Wir haben gerade mal mickrige 2. Das heißt, wir müssen dem alten Knacker hier noch ein bisschen was geben. Aber der ist geil. Sieht aus wie so ein typischer... Na gut, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber so ein Kapitän, der aus dem Norden kommt. Finde ich klasse. Finde ich toll gemacht. So. Ich werde mich aber jetzt erstmal hier ein bisschen umsehen im Dorf. Ich hoffe mal, dass der uns jetzt nicht gleich zusammenschlägt, der Polizist hier oben. Hallo? Nee, okay. Okay, alles klar. Das finde ich gut. Guten Tag. Als Tourist müssen Sie unbedingt zum Klum-Casino gehen. Sagen Sie ruhig, ich hätte Sie geschickt. Alles klar. Sag ich. Gehen wir ins Casino, da verdienen wir bestimmt unsere Slitos. Aber ich glaube, nicht alle sind mit diesen Invasionen der Aliens einverstanden. Das Dorf hier hält sich bestimmt völlig raus. Uns hätten die schon längst irgendwas gemacht. Mich verhaftet zum Beispiel. Und hier finden wir, im Müll liegen 2 Slitos. Und das scheint eine Karte zu sein. Da will ich nochmal kurz schauen. Können wir da einen Blick drauf werfen? Die befinden sich am Hafen von Utringal. Ah, Utringal heißt die Stadt, alles klar. Ja, schön, ne? Da schlurft der Kapitän. Und, guck mal, jetzt haben wir so eine Ganzansicht davon. Okay, alles klar, das sind einfach nur die Schilder, wo wir uns gerade befinden. Alles klärchen, gehen wir mal hier rein. Sieht aus wie eine Schlange da oben. Oh ja, scheint das Casino zu sein. Schön. Aber bevor wir mit irgendjemandem schwatzen, irgendwas machen, Slitos besorgen oder was auch immer, ich will mich hier komplett mal umsehen im Dorf. Da unten wissen wir jetzt, am Hafen ist das Casino. Hier sind irgendwelche verpixelten Bilder. Dark Monk wieder auferstanden. Kommen Sie zur nächsten Feier. Dort wird er den Fluch aufheben, der auf Zelig lastet und unsere Planeten sein ursprüngliches paradiesisches Antlitz zurückgeben. Oh mein Gott, wenn so Dark Monk aussieht, der sieht aus wie, keine Ahnung, Fellknäuel oder sowas, was man immer unterm Bett findet. Ihr wisst schon, das Staubvieh, hässlich. Aber es scheinen hier auch Dark Monk Anhänger zu sein. Hoch, guck mal da oben. Da war eine Tür. Da kommen wir bestimmt irgendwo rein und raus. Hier gibt es wirklich viel zu sehen. Wie gesagt, die Folge verbringe ich mal, um mich in der Stadt umzusehen. Okay, ist wieder ein Polizist. Was haben wir denn hier? Ein Touristenzentrum? Guten Tag. Sie kommen derzeit nicht in die Oberstadt. Die Aufzüge stehen still. Achso, in die Oberstadt. Also eine typische Sekretärin. Alles klar, das scheint die Oberstadt dann zu sein hier. Und ich glaube, wenn wir hier runterfallen... Ne, können wir gar nicht. Sieht aus wie ein schwarzes Loch, aber so funktioniert das wohl nicht. Das offizielle Gerücht. Kaiser bestätigt, Dark Monk wird die Weissagung erfüllen. Ganz gleich, ob die Moskibinos ihr Fragment des Schlüssels herbringen oder nicht. Und wer sind jetzt die Moskibinos? Aber dieser Dark Monk? Die beten irgendeinen Gott wahrscheinlich an, der, nicht wirklich ein Gott ist. Man darf keine falschen Götter und Götzen anbeten. Der Inquisitor. Rebellen, die unsere schöne Stadt mit subversiven Plakaten zukleistern wollen, teilweise festgenommen. Die Polizei sucht nach den Flüchtigen.
Ach so, das scheint hier ein Zeitungsstand zu sein. Und in die Oberstadt kommen wir nicht, aber vielleicht finden wir ja so noch ein paar Slitos. Ja, tatsächlich. Aber wenn wir hier die ganze Zeit nur gegen Mülleimer springen. Oh. Na, ich glaube, wir müssen im Casino ein bisschen was erspielen. Aber dazu später mehr. Ich schaue mich nochmal in der restlichen Stadt um. Ja, ich wird nicht gerannt, ich weiß. Und nicht auf den Rasen hier. Oh. Na, da hinten ist noch ein Tourist. Guten Tag, was hast denn du so zu berichten? Guten Tag. Ich habe gehört, dass auch unter der Gaswolke Zähliger leben. Ich frage mich, wie man dorthin kommt. Das frage ich mich auch. Und das werden wir bestimmt noch herausfinden. Garantiert. Hier noch ein Mülleimer. Ich fische hier am letzten Strohhalm immer diese Slitos oder Slitosse. Slitoten? Wo sind wir hier? Oh, ist ja riesig. Ist wirklich groß, muss ich sagen. Sie befinden sich im Stadtzentrum von Utringal. Ah, okay. Alles klar. Sieht auch schon so aus, ne? Aber die Büsche sind ganz schön verwelkt. Aber vielleicht können wir uns da noch was holen. Ja, an jedem wahrscheinlich. Teste ich kurz mal. Da haben wir vielleicht genug Geld, um im Casino spielen zu können. Danke. Das war nur einer. Einer ist keiner. Oder wer den Taler nicht wert, ist den Slitos nicht wert. Da ist ein Krokodil, okay. Vielleicht ist das aber auch das Casino. Jetzt unten war nur eine Bar. Keine Ahnung. Und da steht auch noch jemand. Also wir haben hier viel zum Quatschen, viel zum Erkunden. Finde ich toll. So eine neue Gegend. Was ist mit dir? Ah, es ist eine Autowaschanlage, wie es scheint. Ich möchte gerne etwas Gasogem kaufen. Tut mir schrecklich leid, ich habe keins mehr. Ich warte auf den Tanker, der von der Insel der Bifiden kommen soll. Gasogem wird dort in der Raffinerie aus Edelsteinen gewonnen, die aus dem Gebiet unter der Gaswolke stammen. Okay, neue Quest, neuer Abschnitt. Wir müssen... Ja, neuer Planet, ist klar. Hierhin, Insel der Bifiden. Ja, geht nicht. Waren wir nämlich noch nicht da. Hier haben wir nichts. Können wir das Buggy von dem stehlen hier? Nein, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Hätten wir ein bisschen rum... Ich möchte gerne etwas... Sagt nichts Neues. Außer Betrieb. Gasogen ausverkauft. Gerade was wir brauchen. Es war ja klar, oder? Und hier ist was ausgelaufen. Whee! Geil. Whee! Ja, das musst du mal reparieren, Alter. Ja, der macht erstmal an dem Fahrzeug zu schaffen. Hat er irgendwas gesagt? Guten Tag, ne? Oh. Ja, das war eine Überraschung. Dann machen wir nochmal. Ja, ich dachte, hier könnte ich Slitos holen. Blödes Drecksding. Kann ich das auch angreifen? Komm her. Nein, funktioniert nicht. Okay, was hast du zu sagen? Willst du uns da reinlocken? Guten Tag. Kommen Sie. Versuchen Sie Ihr Glück in unserem Casino. Die besten Glücksspiele aller Zeiten erwarten Sie. Wenn Sie sich besonders fit fühlen, können Sie sogar versuchen, unseren Super-Jackpot zu knacken. Oh, den Super-Jackpot, der wird mir gerade recht kommen. Aber das verschiebe ich mal auf einen der nächsten Folgen. Wie gesagt, ich schaue mich hier erstmal ein wenig um. Oh, das ist ein Souvenirladen. Ah, da können wir Herzen holen, oder? Buu? Der Tempel des Buu. Die Herzen stammen da wahrscheinlich daraus. 20 Lebenspunkte kosten 20 Slitos. Nein, ich brauche die Slitos für was anderes. Das interessiert mich nicht. Da können wir den Pinguin kaufen. Hier hinten Mana, wie es scheint. 20 Zauberpunkte kosten 20 Slitos. Ja, nee, brauchen wir nicht. Das interessiert mich nicht. Nicht, dass ich aus Versehen dann doch mal da draufklick. Aber hier unten liegt was, was meine Aufmerksamkeit eben noch gewonnen hat. Ein Erinnerungssichtgerät kostet 30 Slitos. Erinnerungssichtgerät, ein Fotoapparat, oder? Bestimmt. Wenn ich genug Geld im Casino gewinne, hole ich mir diesen Fotoapparat. Das interessiert mich nicht. Ist wirklich so eine Art Verkaufsladen? Ja, nennt man einen Souvenirladen.
Gibt's ja hier nichts vom Planeten. Guten Tag. Ich sehe, Sie sind von Twinsun. Haben Sie zufällig irgendwelche Gegenstände von Ihrem Planeten, die Sie mir verkaufen könnten? Was Magier-Diplom? Oh Gott. Twinsunisches Geld habe ich. Vielleicht tauscht er das auch irgendwie um. Ich habe Twinsunisches Geld. Ich kaufe Ihnen den Schrott für 20 Zitos ab. Was? Nee, erstmal nicht. Moment. Das interessiert mich nicht. Stellen Sie sich vor den gewünschten Artikel und führen Sie Aktion aus. Wenn ich wette, für unser Magier-Diplom bekommen wir höchstens eins. Guten Tag. Eins Litos, es interessiert mich jetzt mal. Ich sehe, Sie sind von Twinsun. Aber... Haben Sie zufällig irgendwelche Gegenstände von Ihrem Planeten, die Sie mir verkaufen? Ja, ja. Aber für 20 Slitosse oder Slitos gebe ich nicht mein ganzes twinsunisches Geld her, was ich so eisern verdient habe. Wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal auf Twinsun und dann brauche ich das. Ich habe ein Magier-Diplom. Für 25 Slitos kaufe ich es Ihnen ab. Nein, oder? Erst wenn ich am Hungertod nage. Das interessiert mich nicht. So, hier hinten hast du bestimmt irgendwas drin, oder? Nein, schade. Also, auf den greife ich erst zurück, da können wir uns 45 Slitos holen, oder Slitos holen. Aber erst, wenn wir halb am Verhungern sind. Oh, was ist das hier? Die Zeit naht. Anlässlich der nächsten Zeremonie wird unser wiedergeborener Gott, Dark Monk, die vier Schlüssel der vier zählichen Rassen zusammenführen. Dann wird sich die Erde öffnen, das Gas und die Monster werden verschwinden und mit ihnen auch der Fluch. Und dann werden wir wieder auf unserem Planeten zählig, wie einst, in Frieden leben und sterben können. Das ist eine Art Priester. Der tut hier die Weissagungen zu kund. Darf der das? Darf der bestimmt. Also vielleicht ist das Anliegen von den Zählichern doch nicht so schlecht. Die wollen einfach nur die Monster vertreiben und wieder wie früher leben. Aber solche Mittel benutzen, um uns zu entführen? Nee, das kann ich nicht gut heißen. Aber jetzt ist man doch ein bisschen im Zwiespalt, oder? So ganz böse sind die dann wahrscheinlich doch nicht. Na und der Motz da drüber? Guten Tag. Ich bin aus dem Gebiet unter der Gaswolke. Ich habe den Aufzug genommen, der bis zur Plattform der Bifiden führt. Und das extra, um hierher zu kommen und der Zeremonie von Dark Monk beizuwohnen. Na, ich berichtige, das ist doch kein Tod. Das ist wahrscheinlich irgendeine Priesterratte. Oder Priestermaus oder was auch immer. Na gut, was soll's. Hast du noch was zu sagen? Nö. Gut, ist auch gut so. Ich will das hier nicht weiter lauschen. Alles klar. Waren wir hier jetzt schon drinne? Nein. Das scheint aber jetzt doch so eine Art... Raumhafen oder so zu sein. Darstellung von Zelig, dem Planeten der 1000 Wunder. Okay. Ja, sieht wirklich aus, als wäre unter so einer Smogwolke eingeschlossen. Da unten ist dann der Erdkern, der heiße wahrscheinlich. Ein paar Seeschlangen, einen Vulkan sehe ich. Raumhafen, also Seeschlangen meinte ich jetzt mit Monsterseeschlangen. Naja. Oh, wir haben uns das aufgezeichnet. Muss ich nochmal einen Blick drauf werfen? Ich habe gesagt, einen Blick drauf werfen, nehme ich hiermit. Ja, schön. Was sollen wir damit jetzt anfangen? Das da oben sieht aus wie eine Lok. Wir können zwischen den Dingern auch hin und her schalten. Ja, gut, so viel anfangen damit werden wir wohl jetzt nicht können. Ah, mich interessiert's, was das hier ist. Guten Tag. Greifen Sie zu, mein Herr. Meine Nachrichten sind immer frisch. Die neue Tagesausgabe. Na los, kaufen Sie eine. Die sind immer ganz schnell weg. Naja, ich brauch's nicht. Ich komme nicht von hier. Aber was ist das? Das ist wieder ein Tourismus. Und hier geht's wieder raus. Ja. Oder es ist ein Übergang. Ich weiß, was das ist. Ich glaube, ein Übergang zur nächsten Ebene.
Das waren die Fahrstühle. Da kommt mir jetzt doch runterfallen. Ich muss aber aufpassen, ich darf hier nichts Illegales tun. Sonst sind gleich die Wachmänner wieder hinter mir her. Ich will einfach nur ein paar Slitosse hier mir holen. Da geht's weiter raus. Da ist noch ein Mülleimer. Irgendwann habe ich sie zusammen. Na gut, hier kommt jetzt Mana. Da ist nichts mehr. Okay, alles klar. Wir gehen mal weiter hier lang. Es ist wirklich riesig. Da sind wieder Hunde. Oh Gott, ja, ein Panzer. Dem sollte ich vielleicht nicht zu nahe kommen. Hier scheint Militärgebiet zu sein. Oder ich verschaffe mir erstmal einen Überblick, bevor ich was schaue. Hier. Ja, und der Tourist läuft auch hier auch überall rum. Sie befinden sich in der Unterstadt von Utringal. Ah, die Unterstadt. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Gehen wir von Anfang an. Also ich finde das schön gemacht, muss ich so sagen. Ja, und der Tourist fotografiert schön den Hund. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier reinlaufen? Kriegen wir dann Ärger? Betreten verboten? Greift er uns an? Ja, Tatsache. Ja, ich muss hier wieder raus. Hätte ich mir denken können. Diese aggressiven Biester. Und tschüss. Jetzt laufen beide hinter mir her. Ah, Hilfe. Weg hier. Raus hier. So. Ha. Entkommen. Da kamen wir raus. Genau. Oder war das hier? Nee, wir kamen von da. Hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Ja, machen wir nachher. Erstmal schauen, was es hier gibt. Ob wir hier drauf dürfen? Nein, dürfen wir nicht. Also dieses Gelände ist für uns auch verboten. Wie scheint die Tür? Ja, also raus hier. Ich will keinen Ärger. Das heißt, da müssen wir vielleicht nachher nochmal hin. Aber vorerst wahrscheinlich nicht. Ich nehme keinen Ärger. Wie gesagt, ich komme in Frieden, nicht so wie ihr. Ihr habt den Frieden nur vorgetäuscht. Guten Tag. Wenn Sie Informationen wünschen, die Ziele und Abfahrtszeiten sind auf der mittleren Tafel angeschrieben. Ah, okay, das ist sozusagen hier der Raumhafen. Und ich gebe mir noch ein paar Slitos. 14.55 Uhr. Raumschiff 6538. Ziel Fliegensafari Planet Zirla. 15.20 Uhr. Raumschiff 007. Ziel Roter Planet. 007. Waren wir nicht hier schon mal? Kann es sein, dass wir hier wirklich schon mal waren, ganz am Anfang, wo uns die Aliens dann entführt haben? Kamen wir nicht hier an? Ich glaube schon, oder? Na, ich habe nichts Illegales dabei, ne? Ah, ich glaube, hier sind wir richtig, wo wir am Anfang waren. Ja, ich glaube schon. Tatsache. Ja. Genau, und hier ist der Hafen. Oder? Sehe ich das richtig? Sie befinden sich am Raumhafen von Utringal. Genau. Aha. Das sieht aus wie jeder andere Hafen auch. Oder waren wir hier doch nicht? Und die Raumstation sieht nur aus wie jede andere Raumstation auch. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir erstmal da unten rein. Ich habe ja gesagt, ich erkunde alles. Auch wenn das den Tod für uns... Da oben ist was. Da oben ist was. Hier dürfen wir nicht rein. Diesen Raum darf nur das Raumhafenpersonal betreten. Okay, ich hoffe mal, dass die uns nicht aggressiv dann alle gesonnen sind, wenn wir den jetzt besiegen. Ich möchte aber wissen, was wir da oben haben. Nein, bitte. Ah, Mr. Hadala. Ah, gut, da oben ist nur noch so einer. Ah, da komm her. Da oben wäre irgendwas Wertvolles. Ich hoffe mal, ich mache das hier jetzt nicht umsonst. Und riskiere hier mein Leben. Los, geh hoch, Twinsen. Ah, den Alarm, den lasse ich jetzt erstmal.
Okay, hier finden wir wirklich nichts. Nein. Alles klar, dann kann ich auch wieder laden. Ist nichts oben. Wissen wir Bescheid, ne? So, so, so. Jetzt haben wir komplett die Stadt erkundet. Aber eine Sache fehlt noch. Ich war am Anfang nicht in dieser Bar drinne. Da will ich nochmal rein. Ihr wisst schon. Hallo? Andere Tür. Wo ich dann gedacht habe, es wäre das Casino. Ja. So kommen wir nicht mehr hoch. Oder ich muss den Fahrstuhl... Ja, okay. Ich muss den so betätigen. Ich dachte eben schon, Mist. Aber wir sind ja schlau. Und jetzt sind, glaube ich, diese Slitosse. Ja, wir haben nichts Illegales dabei. Ich könnte hier ein bisschen ärgern, immer wieder durchlaufen. Es dürften die eigentlich... Ja, dürften alle wieder da sein. Hehe. Das hier geht gar nicht, ne. Ist aber auch ein Mülleimer. Ich glaube, ich muss einfach im Casino spielen. Das ist die einfachste Lösung, schnell an so viel Geld zu kommen. Aber wie die aussehen, wie ein normaler Ring. Könnten wir auch den einen Ring nehmen, wahrscheinlich. Der wird bestimmt noch mehr bringen im Casino. So, gehen wir mal hier wieder rein. Ich klappe einfach die Mülleimer nochmal ab. Wie Flaschen sammeln, ne? Flaschen sammeln in der Öffentlichkeit. Wir sammeln halt Slitosse. Oder Slits. Ich sage es einfach Slits. Wobei, Slitosse klingt besser. Ach, da ist noch ein Tourist. Den kennen wir doch auch noch. Diese Küchenschabe. Guten Tag. Ich hoffe, mein Raumschiff hat nicht noch mehr Verspätung. Ich will jetzt schnellstens nach Hause. Oh, nach Hause. Ja, das würde ich auch gern zu meiner Frau. Aber das ist wohl jetzt erstmal nicht der Fall. Wir haben hier einiges zu tun. Wir müssen unseren Planeten retten. Da ging's raus. Aus die Maus. Hier geht's jetzt raus. So, den Rest haben wir alle schon erkundet. Casino machen wir das nächste Mal, wie gesagt. Ich will jetzt erst nochmal in die Bar. Und wenn ich ein bisschen die Folge überziehe, macht das ja auch nichts, oder Leute? So ein bisschen. Ein klein wenig. Die war hier unten. Und yep, nehmen wir Abkürzung. Auch wenn wir uns wahrscheinlich jetzt schmerzhaft wehtun. Ist egal. So, da nochmal ein bisschen was holen. Zack. Hier gibt es immer zwei. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 26. Na gut, ein kleines Pflaster zum Spielen haben wir jetzt. Oh, hier können wir bestimmt auch was verwetten. Oder eben nicht. Doch, doch, funktioniert. Ah, immer eins. Ja, geil. Ich spiele da bis 20. Wir können uns ja immer wieder die Sachen holen. Aber es kann auch sein, dass die uns hier ein bisschen austricksen wollen. Komm, komm, komm. Ja! 25! Hey! So können wir uns auch unsere Slitos zusammensuchen. So, bis 45 spiele ich noch. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Hey! Geil! Aber ich möchte ja doch den Jackpot bekommen. Im Casino. So, das langt erstmal. Genug gespielt, sonst wären wir noch süchtig. Dem können Sie mich auf das Eiland CX bringen? Der wohl nett, oder? Da will heutzutage keiner mehr hin. Das ist viel zu gefährlich. Anscheinend sind dort unten die Monster aus der Gaswolke gekommen. Versuchen Sie es mal beim Kapitän. Das ist der älteste von diesen Verrückten unten am Ende des Hafens. Der könnte sich eventuell breitschlagen lassen. Ja, tut es auch, aber ich glaube nur für 100... Slitos. Der sieht doch aus wie ein Bodyguard. Was immer das für ein Vieh sein soll. Hamster? Großer?
Marder? Ein Dachs vielleicht? Guten Tag. Guten Tag. Abgang! Ja, sagt nicht viel. Komm, wir spielen jetzt noch einmal. Einmal geht noch. Es macht süchtig. Also passt auf. Ein Schlüssel? Ach guck mal, wir können auch einen Schlüssel ergattern. Für was wir den immer brauchen. Aber an uns haben sie noch nicht so viel verdient. Wir haben jetzt 50 bekommen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht 20 gewettet. Naja, aber jetzt reicht's erstmal. Ach, okay. Alles klar. Oh, ist ja riesig hier. Oh. Das ist aber jetzt wirklich eine Anspielung. Geil. Wahrscheinlich irgendwie eine Echse oder sowas mit einer Riesenzunge. Ey, das ist doch geil. Oh, hier geht's noch in den Hinterzimmer. Naja, ich durchsuche das doch das nächste Mal. Ich sag euch erstmal tschüss. Danke, dass ihr bei der Sightseeing-Tour hier dabei wart. Wir haben alles erkundet. Das nächste Mal geht's dann wieder in die Action, hoffe ich. Wir sehen uns, ne? Tschüss.